Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Your Level. Nein, Quatsch. Ich glaube, es ist ein Let's Play Your Hack. Und zwar Mario is searching for the Princess, heißt es, glaube ich. Mario LP. Mario is searching for the Princess Peach Demo. Von Multi Mario LP 2013. Ich muss gucken, wenn es ein Level nur ist, dann wird es ein Let's Play Your Level. Und wenn es mehrere Level sind. Oh, cool. Mario und Luigi Mario. Wird es ein Let's Play Your Hack. Je nachdem wird es natürlich länger sein. Er hat mir jetzt nicht geschrieben, ob es. Ich glaube, er hat es mir nicht geschrieben, ob es mit Save States oder ohne Save States ist. Demzufolge mache ich es einfach jetzt mal mit Save States, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. So viel zu dem Thema. Ja. So. Fuck you. Mal ernsthaft. Ich muss mich, glaube ich, in die Mitte stellen. Alter. Ja, ist das nicht der Se. Oh, ich hatte es gerade geschafft, verdammt. Okay. Prinzessin Peach hat Geburtstag, aber sie ist schon seit Tagen spurlos verschwunden. Man vermutet, dass sie entführt wurde. Ist das nicht derselbe Mario Sprite wie in Lost Point 2? Kann das sein? Naja, auf jeden Fall sind die Sprites schon mal verändert. Oh. Ging das noch gleich mit der Overworld? Ach so. Ich will mir mal die Overworld angucken. Oh. Also, ich muss jetzt erstmal dazu sagen. Also, ich finde, diese Haupt-Overworld sieht aus wie ein Klotz. Sorry, wenn ich das so sage. Sie ist natürlich großartig vom Design obendrauf, aber vom Außenbereich, ich glaube nicht, dass eine Insel so viereckig ist. Gut, okay, es gibt eine Schräge am Ende, aber trotzdem. Das gilt natürlich auch für die anderen Inseln. Aber ansonsten ist die Overworld doch schon recht schön designt. Wobei hier bei den zwei Inseln da links, da sieht es so irgendwie aus, als würde der Boden in der Luft schweben. Ansonsten ist es ein sehr geiles Design, muss ich schon sagen. Okay. Okay, gut, das reicht erstmal. Yoshis Küche. Okay, gucken wir mal in Yoshis Küche. Ich glaube, es wird ein Let's Play Your Hack. Oh. Also, der Design ist toll. Ich habe das Gefühl, Mario steuert sich anders. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Ich bin auf der Suche nach Prinzessin Peach, damit wir eine Party feiern können. Yoshi. Pow. Oh, ich habe jetzt alles erkundet, weil ich wusste, ihr wollt jetzt eigentlich nicht direkt rausgehen. Da ist nämlich, glaube ich, noch eine Ranke auf der rechten Seite. Wo komme ich denn jetzt hier hoch? Ist auf jeden Fall interessant gemacht. Das scheint so ein richtiges Haus zu sein. Aber. Ja, das war's scheinbar. Okay. Gut, dann geht's jetzt weiter. Der Vogel da oben folgt mir. Das ist nicht so. Ich hasse Vögel, die mir folgen. Aufwärmen. Okay. Das klingt eindeutig nach einem Safe Attack. Wow. What the f. Okay. Castlevania-Musik beim Tod. Und der Schack sieht böse aus. Ah, ich sterbe schon bei den einfachsten Dingen, ich weiß es nicht. So. Mal gucken. Hier ist ein Poki. Kann ich nicht auf den Poki einen Spin-Jump machen? Doch, geht. So. Okay. Die Sprites sind verändert. Das macht das Ganze nicht gerade leichter. So. Uah. Hey, was soll ich hier eigentlich machen? Oh, ich hasse es. Mein Gamepad funktioniert nicht mehr richtig. Okay. Ich habe noch eine Idee. Nämlich, dass ich den Poké hier.
Oh, ich hasse es. Er schmeißt einfach den P-Switch weg. Das liegt aber nicht an dem Spiel, sondern an meinem Gamepad, weil mein Gamepad tut die Renntaste nicht mehr richtig funktionieren. Oh. Oh. Okay. Hat sich gerade erledigt. Super. Ich glaube, bin ich tot, oder? Okay, Moment. Wir spulen mal kurz ein bisschen zurück. Ich bin einfach bloß blöd. So. Ja, hier gleich mal zur Anmerkung. Du hättest hier irgendwelche Münzen hinsetzen können, dass man das sieht, dass man da runter kann. Das solltest du. Ja, sowas ist auch blöd. So. Oh, ich bin so blöde manchmal. Es ist unfassbar. Ich verrecke hier gerade ein Ei. Ich hasse mein Gamepad manchmal. Es ist schrecklich. Ich verrecke an einfachen Stellen. So. Er schmeißt den P-Switch wieder weg. Es ist doch nicht zu fassen. Ja. Es gefällt mir gerade nicht, dass ich da hoch muss. Aber es könnte gehen. Nee. Bitte sag mir nicht, dass ich einen P-Switch-Kampf machen muss. Das ist echt so knapp. Super. Vor allem, da ich P-Switch-Jumps ja so gut kann. Ja, komm schon. Nein, er springt nicht. Ich habe hier keine Ahnung, ob ich überhaupt sowas machen muss. Wahrscheinlich brauche ich einen P-Switch für was ganz anderes. Okay, ich gucke jetzt erstmal. Vielleicht kann man ja hier irgendwo in den unsichtbaren Block. Natürlich nicht. Ich ahne es. Es ist doch eindeutig, oder? Sollen wir P-Switch Jump machen? Dann machen wir Slowdowns, weil ich hasse P-Switch Jumps. Ja, selbst mit Slowdowns kriege ich nicht hin. So. Gamepad. Ich muss später schießen. Ah, dann treffe ich nicht. Zu früh. Nee, ich kann selbst mit Slowdowns diesen P-Switch Jump nicht. Das kann doch nicht sein. Moment, kann ich den Chuck benutzen? Ich glaube nicht, dass ich so hoch komme mit dem Chuck, oder? Nee, bei weitem nicht. Oh, ich bin so schlecht. Wie lange habe ich schon keine Mario Hex mehr gespielt? Das muss doch ganz knapp möglich sein. Ganz offensichtlich verlangt der P-Switch-Jumps.
Vor allem, das soll aufwärmen sein, oder was? Ich treffe diesen Fies. Entweder treffe ich den P-Switch nicht, oder er springt nicht, wie jetzt zum Beispiel. Ja, wieso springst du nicht? Ich drücke die fucking Sprungtaste. Ey, so ein unfähiges Drecksbalk, ey, mal ernsthaft. Ich muss doch mit dem normalen Sprung gehen. Wahrscheinlich hat das echt extra so hoch gemacht, dass es gerade nicht so, gerade so nicht geht. Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott. Ich habe einen P-Switch-Jump hingekriegt und dann sterbe ich. Ich fasse es nicht. So unfähig. Wenn man einmal oben ist und dann trotzdem stirbt, das ist so eine... Ab, fuck, scheiße. Oh, jetzt komm, mach hinne. Oh. Also, tut mir leid, dass ich Slowdowns benutze, aber ich kann sowas wie Peaceful Hard Jumps einfach überhaupt nicht. Deswegen. Ich kann manches und manches kann ich halt überhaupt nicht. Wieder nichts. Wieder nichts. Zu früh. Zu spät. Das war nichts. Oh, es ist schrecklich. So, nein. Ich hab's doch vorhin auch geschafft. Ich drücke nicht nach oben. Ah! Okay. Okay. Moment. Kann man die überhaupt töten? Okay. Scheinbar haben die eine... Wow. Okay, ich ahne auf jeden Fall, was ich machen soll. Oh, meine Fresse. Alter. Oh Mann, sterbt doch nicht, ihr Schachs. Ihr müsst leben, Leute. Leben. Lebt, ihr Schachs. So, ich kann mir noch durchaus vorstellen... Dass ich nicht nur leben sollen, sondern dass ich sogar noch beide brauche. Also, dass ich noch so eine Shell brauche. Oder auch nicht. So. Ah, jetzt habe ich so rausgeklitscht. Was kommt jetzt? Okay, Moment, ich mach mal hier einen Sicherheitstest. Mal gucken. Okay. Das ging ja noch. Ich hoffe, ich brauche die Shell nicht mehr. Wenn ich Shell jetzt noch brauche, dann... So, 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 so. Ach du Scheiße. Hä? Was hat mich jetzt getötet? P-Switch. Wo auch immer ich jetzt gerade ein Leben hergekriegt habe. Boah, was machst du da bloß mit den Bullet Bills? Warum hast du alles nur so schnell gemacht? Das ist ja übel. Das ist ja widerlich. So. Ach du Scheiße. Das bringt mir überhaupt nichts. Duh.
Oder soll ich jetzt schon wieder ein P-Switch-Champion machen, oder was? Moment. Ich weiß, ich mache das hier ziemlich lame, aber... Ich will wissen, was in der Textbox steht. Aber eigentlich glaube ich sogar fast, dass ich noch eine andere noch einen anderen P-Switch kriege. Einen silbernen. Oh, meine Fresse. Ich bin so unfähig. Was ist da unten eigentlich noch? Tod ist da unten. Und rechts? Gar nichts. Okay.